einmal rundrum. Das braucht schon sehr, sehr viel Kraft. Kann man das hier einfach knacken. Die Schokolade hier kann man einfach essen. Offensichtlich haben wir hier die Kunst des Origami-Gruppe dieses Produkts. Kunst und speziell die Kunst der Plastik näher gebracht wird. Das freut uns, dass wir unserem Bildungsauftrag gerecht werden.